Hallo und herzlich willkommen hier in der Brickworld. Heute mal wieder ein etwas anderes Video. Und zwar fangen wir heute an, da es doch letzte Mal doch ganz erfolgreich war, öffnen wir heute wieder Minifiguren Blindbags. Diesmal aus der Serie 18. Die stammt aus dem Jahr 2018, soweit ich mich erinnere. Wir haben 5 Packungen unsortiert. Das heißt, wir wissen nicht, was da drin ist. Und ich kann euch gleich noch sagen, ich habe tatsächlich noch welche, die sind aber noch unterwegs, aus den Reihen 13 und 14 bekommen, recht günstig. Das heißt, 13 und 14 ist ja dann wahrscheinlich auch so 2015 vielleicht gewesen, muss ich mal nachschauen. Die werden wir auch in absehbarer Zeit öffnen. Aber wir öffnen jetzt heute mal diese 5 aus der Reihe 18. Schauen uns an, was drin ist. Schauen uns natürlich auch an, was wir damit machen können. Und dann gehen wir tatsächlich nochmal richtig in die Brickworld und überlegen uns noch ein paar, vielleicht bauen wir noch ein paar Steine. Schauen wir einfach mal, was wir da machen. Es ist kein richtiges Update-Video, sondern ein paar Sachen Neues aus der Brickworld. Und das heißt, wir fangen jetzt einfach mal gleich hier mit an, die auszupacken. So, ich habe meine Schere wieder. Das heißt, wir schneiden jetzt mal die erste Packung auf und schauen mal nach, was da drin sein könnte. Und ich habe es hinbekommen, mal wieder so aufzuschneiden, dass es nicht offen ist. Also nochmal schneiden. So. Wen haben wir denn da? Ich habe da schon mal eine kleine Maus gesehen. Das sieht dann aus. Schauen wir mal hier in die Anleitung. Das müsste tatsächlich die Figur hier oben sein im Elefantenkostüm. Das heißt, wenn wir so weitermachen, könnten wir wahrscheinlich demnächst sogar ein Kostüm laden oder sowas in der Richtung in der Brickworld einrichten. Da könnt ihr mir gerne mal dazu schreiben in den Kommentaren, was wir damit machen könnten. Hier ist die Dame mit dem Elefantenkostüm im Tütü. So, ich kriege natürlich jetzt hier mal wieder nichts ordentlich hin. Und hier ist die kleine Maus. Der Schwanz ist sogar ein bisschen beweglich, sehe ich gerade. Dann können wir die hier auch mal draufsetzen, damit wir die nicht verlieren. So, das ist die erste Figur, die wir haben. Ist ein Double Print Head. Ich kann nochmal hier runter machen. So. Das ist die eine Seite. Das die andere mit etwas weniger erschrockenem Gesicht. Aber das ist die erste Figur. Die habe ich tatsächlich noch nicht. Das heißt, es freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Wie gesagt, wir haben ja schon einige mit Kostümen. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich wirklich bald so eine Kostümparty oder sowas machen. Wobei hier sind ja eh sehr viele mit Kostümen drin in der Reihe. Aber ich bin gespannt, was wir in den weiteren Packungen jetzt gleich noch finden. Das heißt, ich rede jetzt erstmal nicht viel weiter, sondern mach gleich mal die nächste Packung auf. Diesmal habe ich es wieder nicht hinbekommen. Das wird wahrscheinlich jetzt ein Running Gag hier. So, schauen wir mal, was wir hier drin. Auf jeden Fall schon mal eine andere Figur. Und zwar ist das der Clown, den können wir auf jeden Fall sehr gut, denke ich, in der Brickworld einsetzen. Da muss ich jetzt gerade mal schauen, wie genau das hier reingehört. Okay, das gehört da oben drauf. Und das an der Seite jetzt hier auch rein. Das ist ein bisschen frickelig, muss ich sagen. So, das soll hier oben drauf, wenn ich das richtig verstehe. Ihr könnt ja, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was wir mit den ganzen Figuren machen. Ich habe die ganzen Ideen vom letzten Mal mir natürlich alle soweit durchgelesen und gemerkt. Ein paar Figuren haben ja schon ihren Weg in die Stadt bzw. in den Bahnhof gefunden. Es ist allerdings so, dass für viele Ideen wir natürlich noch Dinge bauen müssen. Ich glaube, Kostümladen war sogar auch eine Idee, die es gab. Dafür müssen wir natürlich den entsprechenden Laden noch bauen. Aber wenn wir jetzt hier noch sehr viel mehr von diesen netten Figuren zusammenkriegen, dann können wir sicherlich sowas wie einen Kostümladen bauen. Der hat jetzt hier noch 2 von diesen Luftballontieren dabei in 2 verschiedenen Farben. Die Figur gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der kann aber natürlich auch abseits des potenziellen Kostümladens einen Weg in die Stadt finden. So, das ist die zweite Figur. Damit haben wir schon mal die beiden.
Und dann nehme ich natürlich gleich die nächste Figur und diesmal schneide ich ihn weiter voraus, ich gleich mal ein ganzes Stück weiter unten ab. Und es hat wieder nicht funktioniert. Also ist ja, ich will natürlich nicht in irgendwelche Figurenteile schneiden. Aber wie wir hier sehen, das ist grün. Ich nehme an, das ist eine Figur, die wir noch nicht haben. Das ist die Dame im Kaktus-Kostüm. Die ist natürlich auch super. Kann man hier drüber setzen. So. Und das ist die Dame im Kaktus-Kostüm. Ich bin gespannt, ob wir es heute wieder schaffen, dass wir tatsächlich in 5 Packungen 5 verschiedene Figuren rausbekommen. Ich glaube tatsächlich, dass ich von denen, die es hier drin gibt, tatsächlich noch gar keine habe. Doch, die Blumendame habe ich, sehe ich gerade. Ich hätte natürlich auch, was ich auf jeden Fall sehr gut fände, wäre der Drache. Der gefiele mir wirklich gut. Den könnten wir vielleicht irgendwie im chinesischen Restaurant mit einbauen. Und ich krieg's einfach nicht hin. Das, wie gesagt, es wird ein Running Gag hier. Ich habe ja das Gefühl, dass die bei jeder Packung noch weiter unten zuschmeißen. Es ist auf jeden Fall etwas, was wir noch nicht haben. Das ist auf jeden Fall schon mal super. So, schauen wir mal, wie das zusammengehört. Das sind ja doch einige Steine. Das ist dann die hier oben. Da muss ich jetzt tatsächlich mal auf die Anleitung ein bisschen schauen. Also, Beine unten dran. Dann hier ist der Kopf. Der hat, glaube ich, nur einen Print. Ja, einen Print. Dann die Haare oben drauf. So. Haare oben drauf. Da kommt, glaube ich, noch dieses Partyhütchen oben drauf. Genau. Dann haben wir hier den Luftballon für das junge Mädchen. Das ist natürlich eine Sache, die man auch super in den Bahnhof einbauen kann. Ohne das Partyhütchen ist natürlich. Und dann haben wir hier noch eine kleine lustige Packung. Da sind Donuts und Plätzchen drin. Machen wir oben noch zu. Ist ja wie gesagt ein Geschenk. Und dann können wir das, denke ich mal, hier so hinbauen, das Mädchen. Und das ist auf jeden Fall auch eine, meiner Meinung nach, sehr, sehr schöne Figur. Das Mädchen mit dem Luftballon ohne den Partyhut können wir sicherlich auch super in den Bahnhof einbauen. Da gab es ja auch noch eine Geschichtsidee beim 5000 Abo-Special. Zu diesem Thema. Das ist da eine ich weiß die Geschichte gar nicht mehr, da muss ich nochmal nachschauen. Aber es ging auf jeden Fall um einen Luftballon, glaube ich, der wegfliegt und in der oberen Etage dann irgendwie geschnappt wird. Und hier haben wir eine Figur, die wir in diesem Auspacken jetzt noch nicht haben, aber ich habe sie persönlich schon. Und zwar die Dame hier mit dem Blumenkostüm. Aber machen wir das mal so. So. Das ist die Dame im Blumenkostüm. Ich habe, glaube ich, gibt es da gar keine Baseplate dazu? Oder habe ich die jetzt vergessen? Die ist doch noch hier. Die habe ich vergessen mit rauszunehmen. So. Dann sind das hier unsere 5 Figuren für heute. Mir gefällt es auf jeden Fall. Wir haben dieses Mädchen hier, diese Frau hier, diese junge Frau hier im Elefantenkostüm. Welche Ideen habt ihr hierfür? Den Clown, der könnte tatsächlich einfach irgendwo im Bahnhof meiner Meinung nach stehen und die Kinder ein bisschen unterhalten. Dann haben wir diese Figur hier im Kaktus. Könnte vielleicht ein bisschen Werbung machen für so ein kleines texanisch-mexikanisches Restaurant. Das Mädchen hier könnte auf jeden Fall ihren Weg in die Stadt, in den Bahnhof finden. Und diese Figur tatsächlich, gute Frage, könnten wir eigentlich verlosen? Falls jemand die haben möchte, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir was überlegen dann noch, wie wir die an euch bringen. Und was ich euch jetzt noch kurz zeigen kann, ist, was ich noch habe für ein potenzielles nächstes Opening. Und zwar habe ich hier noch 2 Packungen aus der 17er Reihe und 3 aus der 19er, also ein bisschen was Aktuelleres. Aber wie gesagt, es sind noch welche aus der 13er, 14er und 15er unterwegs. Damit können wir auch noch ein sehr nettes Opening irgendwann demnächst machen. Aber das hier hat mir auf jeden Fall schon gefallen.
Wollt ihr weitere Openings haben, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich mache jetzt hier gleich einen Cut. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare auch, was ihr mit den Figuren machen könnten. Und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen was in der Brick World hier am Bahnhof, glaube ich, noch ein bisschen was durchplanen. Aber das zeige ich euch gleich. So, da wollte ich eigentlich gerade rübergehen zur Brick World. Da hat es an der Tür geklingelt und meine Bestellung aus dem Pick a Brick Shop kam an. Tatsächlich, diesmal wieder nur, ich glaube, nicht mal eine Woche gedauert. Ist nicht so spannend, aber ich dachte, wenn wir eh schon mal da sind und das Paket hier ist, können wir da auch gleich mal hier in diesem Video kurz reinschauen. Gleich mal wieder 70 Euro weg, aber da sind auch einige Bonuspunkte mit draufgegangen, also waren keine 70 Euro. Und super spannend ist es nicht. Wir haben hier Light Bluish Gray Fliesen. Wie viel das gerade sind, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Könnten 500 sein, was in der Richtung. Light Bluish Gray Fliesen gab es nämlich tatsächlich bei meinem letzten Pick-A-Brick-Bestellung gar nicht bei Lego. Ist immer noch weiterhin die günstigste Methode, um an diese Fliesen direkt von Lego zu kommen. Denn im Pick-A-Brick-Shop kosten sie tatsächlich nur 7 Cent. Wenn ihr mal Bricklink und Co. schaut, werdet ihr wahrscheinlich zweistellige Centbeträge finden, wenn ihr größere Mengen haben wollt. Also hier einmal in Light Bluish Gray. Das hier sind noch ein paar weiße. Davon habe ich aber noch relativ viele, das habe ich nicht so viele bestellt. Das müssen, glaube ich, 250 sein. Und auch nochmal hier welche in Dark Bluish Gray. Tja, schauen wir mal, wie viele das sind. Auf jeden Fall habe ich davon auch noch relativ viele, deshalb habe ich hauptsächlich die hier in Light Bluish Gray bestellt. Und ja, damit können wir auf jeden Fall wieder einiges machen in der Brick World. Ich dachte, ich zeige es euch mal kurz, vielleicht habt ihr Interesse. Ja, und gleich geht es weiter mit noch ein paar Planungen etc. in der Brick World. So, und jetzt sind wir wieder hier unten im neu geschaffenen Untergrund des Bahnhofs. Hier ist das Erdgeschoss und hinten seht ihr ein bisschen vom Obergeschoss. Aber wir sind jetzt nochmal hier im Untergeschoss und wie ihr sehen könnt, gegenüber dem Video von gestern hat sich hier ein kleines bisschen noch was getan. Zum einen, ich habe hier vorne die Abschlusskante bis nach vorne durchgezogen. Denn rein theoretisch ist das ja eben genauso wie hier. Dass hier eigentlich die Wand ist, die wird hier so angedeutet mit dieser etwas Erhöhung. Im Gegensatz zu hier, denn hier ist das nicht angedeutet, denn hier ist es so, dass wir wirklich einen Querschnitt haben und es in die Richtung noch weiter nach vorne geht. Aber hier wäre tatsächlich die Wand zu Ende. Was ihr jetzt aber hier seht, ist, dass ich hier ein bisschen die Grundzüge der Wände eingezogen habe, die hier reinkommen. Hier werden wir zwei kleine Läden haben. Ich weiß noch nicht genau, was. Können wir mal überlegen, was da hinkommt. Die Idee ist, dass so ein, hier als auch da hinten vermutlich eine Glaswand sein wird, sodass wir durch den Laden hindurchschauen können, damit wir dann später auch sehen können, wie da hinten die Treppe runterkommt für den Zugang von außen in das U-Bahn-Gelände. Und hier vorne, die Idee kam auch mindestens einmal in den Kommentaren gestern. Hier wird ein kleiner Supermarkt entstehen, sowieso wie eine Rewe to go. Mit ein bisschen Sachen, die man halt kaufen kann für den alltäglichen Gebrauch. Ein paar Lebensmittel, Gemüse, Obst, was zu trinken etc. Das kommt direkt hier vorne rein, dann kann man von hier auch schön reinschauen. Tür wird entweder hier kommen oder hier, da können wir noch drüber sprechen. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, welche Ideen ihr habt. Hier drüben wird die Wand ohne dieses Muster erstmal weitergezogen in vermutlich weiß. Davor kommen dann, das habe ich auch als Kommentare bekommen, kommt zum einen zwei Automaten für das Parkhaus Tiefgarage. Der Zugang zum Parkhaus Tiefgarage ist ja rein theoretisch hier. Das heißt, hier kommen noch Automaten hin, damit die Leute hier eben ihr Ticket bezahlen können. Und dahinter kommen, wie gesagt, Schließfächer. Ich designe da gerade ein bisschen was digital, um ein paar Ideen umzusetzen. Aber das wird auf jeden Fall dort dann hinkommen. So, und dann würde ich sagen, das war's dann erstmal heute mit Neuem aus der Brick World. Wir haben tolle Figuren ausgepackt, wie gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir damit machen könnten. Und zudem ganz wichtig, schreibt mir Ideen für hier unten. Wir müssen überlegen, was wir hier vorne vielleicht noch hinmachen. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht noch ein paar Bänke oder sowas hinstelle. Es sollte nicht zu hoch sein, damit eben hier die Sichtlinie nicht versperrt wird. Aber wie gesagt, die Wand ist ja schon mal Thema durch. Hier ein kleiner Laden, ein Geschäft für Lebensmittel etc. Und hier hinten zwei kleinere Läden, wo noch die Frage ist, was wir da reinmachen könnten. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schilder, die uns hier zeigen, wo es hingeht. Die werde ich demnächst auch mal anfertigen. Auch vielleicht noch hier unten auf dem Boden ein Schild, dass es eben hier zum Parkhaus geht.
Und ja, ich denke, damit haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft, in der Hinsicht, dass wir eben was ausgepackt haben, ein bisschen geplant haben. Und vielleicht kriege ich es hin, dass wir morgen schon wieder das nächste richtige Update-Video zu sehen bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß natürlich wieder beim selber bauen. Und ganz wichtig, bleibt gesund und tschüss.